Herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und wir werden heute in dieser Show ein Interview bringen, denn vor 2 Tagen hat mich Steffen Becker angefragt und hat gesagt, hey, hast du nicht Lust? Am Sonntag 10 Uhr in mein Format Sonntalk. Und ich habe gesagt, okay, warum nicht? Und dann haben wir das Ganze aufgenommen und ich packe das jetzt hier in den Podcast, um Steffen einfach ein bisschen zu helfen, denn er will sich ein Unternehmen aufbauen und da supporten wir natürlich sehr, sehr gern. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Vorgespräch gesagt gehabt, dass ich deinen Namen schon mal Markenrebell schon mal untergekommen ist, ich aber nicht in irgendeinem Zusammenhang wusste, wie das entstanden ist. Und du beschäftigst dich ja mit dem Thema Personal Branding und du beschäftigst dich mit dem Thema Podcast, weil du bist ja neben der Tatsache, dass du der Markenrebell bist, Unternehmer, Buchautor, Mentor, Podcaster etc., also das ist ein relativ, Business Angel hatte ich noch vergessen gehabt. du machst ja relativ viel und Personal Branding. Wie bist du dazugekommen und wie lange machst du das schon, Norman? Fange ich hinten an. Ich mache das seit 20 Jahren, mache ich jetzt schon Marke. Bin groß geworden in der Markendesign-Agentur. Das unterscheide ich immer ein bisschen. Das eine ist für mich Werbung und das andere ist für mich tatsächlich Markenentwicklung. Und habe in dieser Agentur für die größten Unternehmen in Deutschland gearbeitet. Also ProSiebenSat.1, Axel Springer für die Automobilbranche und so weiter. Wir haben die großen IAA-Messen gemacht beispielsweise. Da durfte ich mich mal so richtig austoben, das ist so meine Kinderstube und das habe ich 10 Jahre gemacht, bis ich dann 2007 meine erste GmbH gegründet habe, die Markenkonstrukt GmbH, weil ich gesagt habe, was der Markt braucht, ist eine Agentur für digitale Markenführung. Also ich komme noch aus einer sehr analogen Zeit, ich sage immer, ich habe so Druckerschwärze noch an den Händen, ja? Wir haben an den Maschinen gesessen, wir haben Filme belichtet, also alles noch sehr, alles eigentlich eine sehr coole Zeit, weil ich glaube, unsere Generation ist so die Generation, die den noch die Welt ohne Internet kennt. Ja? Und so wurden damals... Du siehst so jung aus noch, deswegen frage ich mal. Ich bin jetzt 43 und wirklich aufgewachsen mit Computern, aber auch mit Computern, die noch nicht digital vernetzt waren. Ja? Und das ist eigentlich ganz spannend, weil dann ab 2007 so der Weg losging mit... Wie baust du eine Marke digital, die erfolgreich ist? Also was mich nie so wirklich nur interessiert hat, war, ich wollte nicht wissen, wie kannst du was hübsch machen oder so. Ja? Und ich kenne diese Zeiten noch. Da gab es einen Marketingvorstand von Audi, der hat mir 500.000 gegeben und hat gesagt, hier, mach eine geile Messe. Ja? Es war gar nicht wichtig, wie viel mehr Umsatz die dadurch machen. Ja? Oder wie erfolgreich das dann auch abbildbar waren über irgendwelche KPIs oder irgendwelche Kennzahlen. Ja? Und das finde ich eigentlich ganz spannend, jetzt so an dieser heutigen Welt, dass das Digitale uns ermöglicht, auf der einen Seite wahnsinnig flexibel und schnell zu agieren. Ja, wir beide machen mal eben ein Interview und streamen das in die Welt, okay? Und auf der anderen Seite ermöglicht es eben auch, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, die uns eine ganz andere Form des Arbeitens ermöglicht. Ja, und so kam es dann, dass ich dann... 2007 erste GmbH, daraus wurden dann 5 GmbHs in Summe, weil wir haben Software entwickelt, also es wurde immer größer, ja, und dann wurde ich immer mehr zum Verwalter dieser Unternehmen und darauf hatte ich keine Lust mehr, ja, also du führst dann nur noch Personalgespräche, du überlegst dann oder musst dann am Jahresende die Bilanzen alle lesen und so weiter und dann fragst du dich irgendwann mal, wofür bist du eigentlich angetreten und deswegen habe ich das dann 2018 konsolidiert, habe das alles irgendwie so in eins reingepackt. Und daraus ist dann das Unternehmen mit meiner Lebensgefährtin Katharina entstanden, die Mindshift GmbH und die Genius Alliance GmbH. Und die Genius Alliance GmbH, das ist so jetzt mein Passion-Project gerade. Das ist die erste vollständig digital operierende Unternehmensberatung. Und wir sind ein großes Netzwerk von hochtrainierten, ich sage immer Hochleistungssportlern der Digitalisierung, von Leuten, die
nichts anderes gemacht haben in den letzten 10 Jahren, als auf einem Thema wirklich ein Expertentum aufzubauen. Und wir helfen auf der einen Seite Beratern, Coaches, Experten in die Sichtbarkeit zu kommen über die eigene Marke, zum Beispiel auch durch einen Podcast, aber auch um den Umsatz zu machen, den es halt braucht, damit du so leben kannst, wie du dir das vorstellst, ne? In der Freiheit und in der Unabhängigkeit. Und auf der anderen Seite, und das ist so der zweite Zweig, den wir gerade noch am Aufbauen sind, wir wollen Unternehmen helfen, dieses digitale Wissen aufzubauen in den eigenen Reihen mit den eigenen Leuten, weil ich einfach glaube, dass wir keinen Fachkräftemangel haben, sondern wir haben Fachwissenmangel. Ja? Also wenn ich in die Unternehmen gehe, dann ist genau das, was es dort an aufzuholen gilt, was fehlt. Ne? Es ist ja super spannend, weil ich mich ja jetzt seit neuestem mit dem Thema eben digitale Unternehmensakademien beschäftige, also eigene Unternehmensakademien für meistens sind es KMUs, ja. Weil die haben das ja schon alles inkludiert, die können sich das auch mit Manpower relativ einfach einkaufen, aber gerade die kleineren, mittleren Unternehmen, für die ist es ja alles noch momentan ziemlich Neuland, also es ist ja super spannend. Ja, ja, vor allen Dingen, es gibt so einen großen Trugschluss. Viele glauben, ich hole mir jemanden von außen und der macht alles heile. Ja? Und dann kommst du von außen und sagst, hey, ich bin nur der, der den Impuls mitbringt, der vielleicht einen Engpass feststellt oder der dich inspirieren kann, ja? Der dich motivieren kann. Aber ich werde nicht der sein, der dich heilt. Wir wissen ja, diese Heilung kommt immer von innen selbst heraus. Und da gibt es wahnsinnig viel Potenzial in den Unternehmen, was leider verkannt wird. Ja? Also ich glaube ganz fest daran, wenn wir es schaffen, in den Unternehmen tatsächlich die Leute zu befähigen, ja, in das Digitale einzusteigen, diese Angst zu verlieren vor Technologie, sehe ich ja auch bei den Coaches, die ich begleite, mit meinem VIP-Mentoring-Programm, da ist eine ganz große Angst dabei, wie gehe ich mit Technologie um. Viele machen keinen Podcast, weil sie einfach nicht wissen, welches Mikro muss, wie funktioniert das alles, ja. Aber alles ist erlernbar und das ist das Schöne. Ja? Genauso wie Verkaufen, also diese Fähigkeit, das muss dir ja nicht angeboren sein. Wenn, dann ist super, aber wenn nicht, dann kannst du es auch lernen. Und so glaube ich auch, Digitalisierung ist lernbar. Ja? Man muss sich halt einfach nur die Zeit nehmen und viele Unternehmen machen das jetzt. Freut mich total, dass die Corona-Off-Zeiten jetzt genutzt werden, ja? Dass die Leute sagen, hey, okay, dann können wir gerade nicht den Umsatz machen, den wir wollen und wir befähigen einfach unsere Mitarbeiter für die Zeit mit Corona, also danach, ne, nach den ganzen Einschränkungen. Ja, wobei, wer weiß, was dann noch alles kommen wird. Das heißt, momentan ist natürlich der Markt dafür, für das Thema Digitalisierung, ja, richtig, richtig offen dann dazu. Aber das ist, weißt du, Steffen, das ist das Paradoxe. Ich habe 2000, da hinten steht es irgendwie, da, habe ich ein Buch geschrieben, 2018, Digitale Brandstiftung. Und in diesem Buch habe ich geschrieben, was ich Jahre davor schon immer wieder erzählt habe. Warum ist es wichtig, ein digitales Geschäftsmodell zu integrieren? Und damit meine ich nicht analog zu ersetzen durch digital. Ja, deswegen meine ich auch, wir sind eigentlich eine geniale Generation, weil wir sind nicht die, die sagen, hey, du musst nur digital, nur das zählt, sondern wir können Unternehmen helfen, die ein analoges Geschäftsmodell haben, die das auch nicht einfach absägen können. Ja? Aber wir können helfen, noch ein digitales Geschäftsmodell oben drauf zu setzen, um dann zu skalieren. Ja? Und das Thema Digitalisierung war schon immer ein Thema. Ja? Und ich habe mich da irgendwie manchmal wie so ein Mönch gefühlt, der immer in die Unternehmen geht und sagt, hey, ich halte jetzt einen Vortrag und wir erzählen jetzt mal, was Digitalisierung bedeutet und warum das so super wichtig ist. Und die Leute haben ein einziges Argument gebraucht, um zu verstehen, dass sie es machen müssen. Und das war Corona. Also Corona war die Zwangsdigitalisierung. Ja? Alle haben gesagt, oh krass, funktioniert ja wirklich dieses New Work-Thema. Alle können zu Hause arbeiten. Ich kann eine große Tageszeitung in den Wohnzimmern meiner Redakteure genauso bauen wie in Büroräumen. Ja? Auf einmal wurde der Immobilienmarkt völlig umgekrempelt, weil die Leute kapiert haben, okay, krass. Ich brauche gar nicht tausende Quadratmeter Büroflächen. Ja? Es reicht auch ein Laptop auf den Knien meiner Mitarbeiter. Also jetzt mal überzogen gesagt. Ja? Und das fand ich einen sehr interessanten Effekt. Und deswegen hypt das Thema Digitalisierung gerade so. Ja? Weil die digitale Revolution, die hat ja schon vor vielen, vielen Jahren stattgefunden. Ja? Und deswegen bereinigt sich gerade auch so der Markt und die werden gewinnen, die schon mit dem Thema Digitalisierung angefangen hatten, ja, die ihre Geschäftsmodelle schon etabliert haben.
Und jetzt versuchen viele aufzuholen, ja. Und das ist jetzt, also spätestens jetzt, auch dann echt nötig. Und das ist, glaube ich, auch das Thema mit Podcast. Du hattest gesagt gehabt im kurzen Vorgespräch, Podcast ist noch so, du hast den schönen Begriff Hidden Champion verwendet. Warum ist Podcast aus deiner Sicht heraus der Hidden Champion? Also vielleicht eine ganz kurze Frage. Ich habe jetzt ein paar Mal den Begriff gewählt bei mir in der Region, wo ich lebe. Sei ich kenne hier einen Hidden Champion. Da haben nämlich alle mit ganz großen Augen angeschaut. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was ein Hidden Champion ist, weil das verstehen die Zuschauer nicht alle. Also es ist eigentlich, wie sagt man, es ist ein echter, ich sag mal, es ist ein echter Geheimtipp. Ich versuche es mal anders zu übersetzen. Es ist ein echter Geheimtipp für Leute, die, und ich bin großer Fan von so effizienten Prozessen. Ja? Also ich finde, wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist, dann ist deine Aufgabe, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Das ist ein Riesenproblem für ganz viele Menschen. Und sie wissen es nicht, ja, deswegen holen die dann mich, um dann mal so eine Perspektive oben drüber einzunehmen. Und wenn du am Unternehmen arbeitest, dann ist es extrem wichtig, dass du effizient arbeitest, indem du zum Beispiel im Marketing auf Marketinginstrumente setzt, die schnell funktionieren. Ja? Und mit schnell funktionieren meine ich aber nicht, du machst jetzt einen Podcast und 2 Wochen später hast einen entsprechenden Umsatz. Das ist ein bisschen komplexer. Aber du kannst über einen Podcast wahnsinnig schnell Content produzieren, Unique Content produzieren und die Leute begeistern und sie mitnehmen in deine Welt. Ja? Du hast letztens ein Video gemacht von diesen 17 Zentimetern. Ja? Und ich meine, wenn du die Kopfhörer da reinpackst, ja, dann bespielst du die ganze Zeit diese 17 Zentimeter. Ja? Und du weißt, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Ja? Das heißt, noch näher kannst du an deinen Kunden gar nicht rankommen. Und wenn du diesen Prozess wirklich präzise so gestaltest, dass es wirklich nur noch ein Aufnahmeknopf ist. Ich speichere das Ding, bearbeite das vielleicht ein bisschen nach und dann schieße ich das wirklich in die Matrix. Ja, dann ist das für die Leute einfach ein Erlebnis auf der einen Seite, aber auch wertvoll, weil du ja dein Wissen teilst. Meine Erfahrung teile ich damit. Ich mache das seit 2015. Wir sind jetzt, glaube ich, bei über 750 Folgen. Ich hoffe, ich verpasse nicht so die 800. Folge, weil ich versuche, das dann zu feiern. Aber du produzierst einfach so schnell, ja, aber. In 5 Jahren hast du jetzt 750 Folgen produziert oder in 4,5 Jahren. Ja. Irre. Wie häufig schmeißt du dann eine Podcast-Folge raus? Naja, ich habe am Anfang habe ich so gedacht, naja, machst du so eine die Woche? Und also ich habe ja leider keinen Mentor gehabt, den ich hätte fragen können. Und das ist ja so ein bisschen das Problem. Es war alles noch so sehr an den Anfängen, ja. Wir sagen, es gibt so in Deutschland so die dritte Podcast-Welle. Ja, die ersten beiden, da gab es das Thema, wurde mal kurz gehypt und dann war das wieder, ist es wieder abgeebbt. Heute musst du einen Podcast in deinem Kommunikationsportfolio haben. Ja, also wir beide nehmen jetzt hier ein Video auf, die Tonspur davon muss eigentlich in eine Podcast-Folge rein. Das empfehle ich jedem Unternehmen. Ja, um mal Habe so ein ich auch paar. vor, keine Ja, Sorge. ja, ja. Aber gleich als Tipp für alle, die jetzt zuhören, ja, egal welchen Content du produzierst, wenn du jetzt sagst, ich bin doch nicht Audio, ja. Ich mache doch Video, aber dann muss, das vergessen viele, ja. So ein Video hat ja auch eine Tonspur. Nimmst du das Ding als Abfallprodukt und packst das in einen Podcast rein. Ist mega cool. Und der Trick ist, du musst es kontinuierlich machen und der mega Booster ist halt einfach, wenn du dafür eine Leidenschaft entwickelst, so wie ich, ja. Also ich habe auch einen Podcast mit der Katharina, meiner Lebensgefährtin, den Mindshift Podcast. Und wir nehmen uns ein Mikrofon mit und rennen damit einmal um den See, an dem wir leben, und nehmen das für die Leute auf. Und dann kriegen wir ganz tolle Resonanzen. Ja? Und das ist der Punkt, wo ich sage, es ist super einfach zu produzieren. Du hast eigentlich kaum Kosten, kaum laufende Betriebskosten. Du kannst es viel schneller machen, weil ein Text schreiben dauert länger, ein Video produzieren dauert länger. Und du hast ein tolles Tool, um ein Netzwerk aufzubauen. Also ich habe mir die Leute eingeladen in meinem Podcast, mit denen ich arbeiten wollte, die Mentoren für mich waren, denen ich vielleicht helfen konnte. Dann habe ich quasi so eine Live-Intervention gemacht und den Leuten dann im Podcast geholfen. Und ja, also das eine dichtere Nähe kannst du gar nicht herstellen über ein digitales Medium, finde ich. Wie lange brauchst du im Endeffekt? Also ich weiß ja, wie umständlich ich das dann manchmal gemacht habe. In dem Fall, wie lange brauchst du, um zum Beispiel jetzt diese Tonspur zu nehmen und dann das
das zu bauen, dass du sagst, okay, jetzt schmeißt du es in den Äther hoch, eine Stunde danach Arbeitszeit? 6 Minuten. 6 Minuten. 6 Minuten. Ich habe ja gesagt, ich bin ein Fan von diesen Prozessen, weil... Wir müssen reden. Ja, ich challenge, du, ich habe jemanden, und der ist echt ein guter Freund mittlerweile geworden. Wir haben uns noch nie persönlich gesehen, immer nur digital. Und er sagt, wenn ich was produziere, brauche ich 8 Stunden danach. 8 Stunden, das ist ein Arbeitstag. Ja, ja, genau. So, was das Geheimnis liegt in der Effizienz. Also wenn du digital arbeiten willst, musst du dich auch anpassen. Und viele adaptieren analog nur zu digital, weißt du? Also die nehmen analog und sagen, hey, cool, jetzt machen wir keinen Fax mehr, jetzt machen wir E-Mail. Jetzt sind wir digitalisiert und das stimmt aber nicht. Also du brauchst da oben ein anderes Mindset. Ja. Du musst anders darüber nachdenken und sagen, wenn ich Marketing mache, dann muss das innerhalb kürzester Zeit auf Sendung gehen können. Weißt du, wenn ich einen Podcast aufnehme, egal, eine halbe Stunde, eine Stunde, ja, dann dauert das mit den Tools und Prozessen, die ich dafür verwende, 6 Minuten, um mein Intro, Outro da reinzuschneiden in die Podcast-Folge, um einen Werbespot reinzuschneiden in die Podcast-Folge und das Ding zu exportieren und zu publishen auf dem Hoster, wo mein Podcast liegt. 6 Minuten. Also ich weiß noch, ich weiß, wie ich das mache mit, also ich habe es ja dann über Outer City dementsprechend, ich hatte mal irgendwann ein Intro und habe mir irgendwann ein Outro produziert, das war, ja, und aber das mit reinschneiden, also ich brauche da mit Sicherheit 2 bis 3 Stunden dann dafür. Niemals. Ja. Ich verwende da Adobe Audition, ja, und bei mir ist zum Beispiel, also wenn du in der Tonspur ein Rauschen hast, ja, dann sind das für mich 2 Klicks und dann ist das entfernt, ja, oder wenn du, Lautstärkeanpassung, also diese ganzen, du hast mehrere Tonspuren, schmeißt du alles rein, dann gibt es eine automatisierte Routine, ja, und die optimiert das Ganze dann so, wie du es brauchst. Und das ist ganz interessant, was du sagst, es werden die gewinnen, also die zu den Gewinnern gehören, die sich Digitalkompetenzen aneignen. Ich habe ganz oft in meinen Coachings Leute, die sagen, ich habe Angst vor der Technik, okay, die kann man nehmen, also die kann man, auch die Blockaden, da kann man alles lösen. Aber die sagen, warum soll ich denn jetzt noch ein Tool lernen? Ich kann doch schon. Und dann zählen die auf, weißt du, Word, Excel, PowerPoint. Du musst es lernen. Das ist dein Handwerkszeug. Ja? Und wenn du Podcasting machst, musst du die Tools zum Thema Podcasting, dann, die musst du einfach beherrschen. Und wenn du die beherrschst, kannst du in 6 Minuten eine Podcast-Folge nachproduzieren. Ja? Es geht sogar noch schneller. Es geht sogar noch schneller. Es gibt, also wenn du jetzt keinen großen Anspruch hast, es gibt ja Leute, die schneiden jedes M raus aus der Tonspur. Das habe ich alles nicht. Ja? Nein, ich glaube, das ist ja ein ganz spannender Punkt, den du jetzt bringst. Denn die Frage ist ja, schneide ich das raus oder bleibe ich natürlich in der ganzen Art und Weise, wie wir natürlich, jetzt unterwegs sind? Natürlich, natürlich. Das ist ganz wichtig. Egal, ob wir jetzt hier ein Video machen oder ein Audio machen, völlig wurscht. Wir könnten ja in der realen Welt jetzt auch nicht hergehen und sagen, ganz kurz, ich muss nochmal zurückspulen, ich muss rausschneiden. Geht dann auch nicht. Aber viele sagen, was denken denn die Leute? Es ist ein Mindset-Problem. Es ist oftmals von Glaubenssätzen durchdrungen, das Thema, was denken denn die Leute, wenn ich jetzt die ganze Zeit sage und ich bin Rhetoriktrainer? Ja, dann habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich stehe dazu und sage, hey, der Schuster hat die schlechtesten Leisten, ja, oder ich gehe her und sage, ich trainiere mir das ab, aber ich setze mich nicht hin und das hatte ich. Ich hatte ein Interview mit einer Rhetoriktrainerin, sie hat mich darum gebeten, ihr die Tonspur zu schicken, damit sie selber anfängt, die Ams rauszuschneiden. So nach 2 Wochen hatte ich dann meine Datei wieder und wir konnten es veröffentlichen. Nein. Das ist, ja, es ist teilweise wirklich crazy und deswegen, es gibt im Podcast einen Prozess, da nimmst du auf. Die ganze Post-Production funktioniert automatisch. Du exportierst die Datei und lädst sie sofort hoch. Du hast also noch nicht mal mehr dieses, jetzt muss ich ein Intro reinschneiden oder muss Audacity oder Adobe Audition benutzen oder so, sondern wirklich ein ganz routinierter Prozess. Da glaube ich, darf ich dann nochmal rangehen für mich in dem Fall. Und das taucht auch für mich dann die nächste Frage auf. Du machst ja Personal Branding und das heißt im Endeffekt Personal Branding auch, eine Sache, auf die sich ja jeder dann normalerweise konzentrieren sollte, wo er eben schauen muss, wo kriegt er dann seine Expertise her. Jetzt ist ja im Endeffekt, nehmen wir mal ein Beispiel, wir machen jetzt den Sonntag, aber der Podcast, den ich habe, heißt ja, oder was muss ich mal ins Leben rufen, das wäre nach einer der nächsten Fragen, der heißt ja im Endeffekt Fail Forward, also Wachstum, nach vorne fallen. Da
hast du ja Themen, wo du sagst, okay, wie schaffst du es zu wachsen? Und ich habe es dann viel mit Interviewpartnern dazu gemacht und sagen, okay, was gibt es denn da für Informationen? Jetzt packe ich zum Beispiel dies, was wir jetzt aufnehmen, dann hinterher rein. Es hat ja im eigentlichen Sinne mit dem Thema persönliches Wachstum bedingt was zu tun oder komplett was zu tun. Wie siehst du das? Du meinst, wenn du den Podcast für andere machst? Ja, das ist ja die Frage, machst du den Podcast für andere oder machst du denn für dich, dass du sagst, okay, ich schmeiß einfach raus, was mir auf dem Herzen liegt? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und die würde ich so beantworten, ich habe den Podcast am Anfang für mich gemacht, weil ich wollte mit Leuten zu tun haben, von denen ich lernen kann. Also das war mein Antrieb, ganz am Anfang. Ja. Und ich habe mir dann wirklich Experten geholt. Ja, Anne Schüller war mein erstes Interview, also eine Powerfrau auf der Bühne zum Thema Digitalisierung und digitale Transformation. Und als ich sie hatte, war das natürlich wieder ein toller Magnet für mich, um noch andere Persönlichkeiten zu gewinnen. Und diese Learnings der ersten Zeit, ich sage mal so die ersten 50 bis 100 Folgen, stellt sich eine gewisse Routine ein, auch eine Sicherheit ein. Wie funktionierst du vor einem Mikrofon? Ja, bist nicht mehr ganz so aufgeregt und so weiter. Und dann verändert sich was in dir, wenn du es für dich als so ein Lieblingsmedium für dich entdeckst. Ja. Weil am Ende bin ich Unternehmer und ich bin zwar spezialisiert auf das Thema Personal Branding, weil ich einfach glaube, diese Verpackung ist das Erste, was du siehst. Und wenn die nicht funktioniert, dann hast du darauf keinen Bock mehr. Dann wirst du nicht kaufen. Ja. Aber das, worum ich mich eigentlich kümmere, ist eigentlich den Umsatz meiner Klienten zu steigern. Deswegen habe ich auch Kommunikationsdesign und BWL studiert. Das ist normal Bäcker und Metzger. Passt eigentlich nicht zusammen. Ja. Kommunikationsdesigner, das sind die, die sagen, wow, gib mir 2 Wochen und ich mache es richtig cool. Ja. Und die BWLer sagen, ich habe harte Kennzahlen. Entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und das wollte ich schaffen. Deswegen hatte ich damals auch das Unternehmen gegründet. Ich wollte es schaffen, dass ich sage, ich investiere etwas in eine Marke und sorge dafür, dass diese Marke monetarisiert. Ich möchte, dass ich dem Unternehmen helfe, dadurch zu wachsen. Durch skalierbare digitale Geschäftsmodelle. Ja? Und das war letztendlich die Passion. Und bei einem Podcast würde ich schauen, dass es sich irgendwann dreht, dass du irgendwann in dieses Momentum kommst, wo du sagst, ich mache das, um jetzt meine Erfahrung, also das, was ich gelernt habe, meine Erfahrung, mein Wissen mit anderen zu teilen. Okay, verstehe ich. Mach ich mal so das Fenster zu machen? Ja, hier rauscht gerade was. Ne? Ja, es regnet jetzt richtig ordentlich, endlich mal. Es regnet, bei uns scheint die Sonne, ne? Habe ich ja Glück gehabt heute. und dann hast du auf dein, siehst du, ich habe es gerade M gesagt, das war ja lustig, jetzt geht es gerade schon los. Du hast auf deiner Webseite, du erhöhst die Verkaufschancen um mindestens 40%. Ja. Wie kannst du A, eine Verkaufschance erhöhen und B, ist die zweite Frage, die hinten dran steht, wie kannst du einen Podcast denn monetarisieren? Sorry, ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen, denn ich habe mein VIP-Mentoring-Programm neu aufgelegt. Es heißt, digitalisiere dein Business jetzt. Denn Umsatz kommt von Umsätzen und genau da fehlt vielen die richtige Strategie und ein zuverlässiges System. In meinem VIP-Mentoring lernst du in wöchentlichen Live-Webinaren über einen Zeitraum von 3 Monaten, wie du als Experte, Berater, Coach, Speaker oder Dienstleister digitale Geschäftsmodelle erfolgreich aufbaust, mit einem monatlichen Umsatz, den du dich gerade noch nicht traust, laut auszusprechen. In den letzten 20 Jahren habe ich mehr als 1000 Klienten dabei geholfen, ihr Unternehmen digital erfolgreich zu skalieren. Ich habe mit den größten Unternehmen in Deutschland gearbeitet, mehrere Unternehmen selbst gegründet und liebe es, als Familienvater mit meiner Lebensgefährtin Katharina und unseren 5 Kindern viel Zeit zu verbringen. Mit der Genius Alliance GmbH habe ich die erste vollständig digital operierende Unternehmensberatung aufgebaut und in dieses Unternehmen ein professionelles Netzwerk mit hochspezialisierten Digitalexperten integriert. Jetzt möchte ich meine Erfahrung direkt an dich weitergeben. Wenn du also mit deinen Umsatzzahlen unzufrieden bist, das Gefühl hast, die Digitalisierung ist bei dir noch nicht angekommen oder du bist erfolgreich und weißt, da geht noch was, dann schau in die Shownotes dieser Podcast-Folge und klicke auf den Link www.genius-alliance.com/VIP-Mentoring. Wir sehen uns, wenn du willst, in meinen Live-Webinaren und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Also was viele unterschätzen ist die Tatsache, dass wenn du da rausgehst, eine Bühne betrittst. Ja? Also ganz einfaches Beispiel, um es mal zu übersetzen, wenn du die
Hauseingangstür aufmachst und nach außen trittst, ja, ist das eine Bühne. Und du kannst dich entscheiden, willst du das im Jogginganzug machen? Ja? Willst du das mit einer Mülltüte in der Hand machen? Weißt du? Also, wenn du das kapiert hast, dass im Grunde die Website, dein Social Media Profil, deine Referenzen bei LinkedIn zum Beispiel, wenn das alles zu deinem Outfit gehört, ja, und du da draußen was repräsentierst, nämlich dein Unternehmen, deine Kompetenzen, dein Fachwissen, ja, dann hast du verstanden, dass das dazu führen wird, dass zum Beispiel du sagst, hey Norm, ich habe Bock auf dich, lass uns ein Interview machen, ja. Wenn meine Internetseite nicht so aussehen würde oder wenn ich digital mein Fingerabdruck nicht so wäre, dass du sagst, oh, okay, das könnte spannend werden, ja, würdest du mich niemals einladen. Wir hätten dieses Gespräch heute nicht. Und da kann ich aber der größte Fachexperte sein auf diesem Planeten. Wenn das nicht wahrnehmbar ist und wenn das niemand weiß, ist das nichts wert. Und das verstehen die meisten nicht. Ja? Ich habe ganz viel mit Experten zu tun, die es nicht schaffen, das nach außen zu kommunizieren und dadurch Fachexperte bleiben. Aber nur in ihrem regionalen Klüngel. Ja, das sind dann irgendwelche Nerds oder sowas, die dann sagen, okay, das wissen jetzt die Handvoll Menschen, aber warum mache ich nicht mehr Umsatz? Ja, warum funktioniert das Geschäftsmodell für mich nicht? Und das deswegen fand ich einfach Marke schon immer spannend, weil das hat für mich was mit Verkaufen zu tun. Branding ist ganz klar ein Verkauf. Weißt du, weil Verkaufen, weißt du selber, 80-20, 80% ist das pure Emotion. Deswegen ist interessant, ja, wenn ich in Unternehmen bin, sitzen im Marketing die Frauen, im Vertrieb die Männer. Weißt du, gerade in so alten Unternehmen. So, da wundere ich mich, dass ich sage, okay, Marketing, Marke hat eigentlich was mit Emotionen zu tun. Also Frau richtig platziert, ja, Mann ist ja eher so Ratio. Aber im Verkaufen ist das noch viel wichtiger. Eigentlich müssten die das umdrehen. Eigentlich müssten die Frauen raus in den Verkauf, weil die dich emotional abholen können. Ja, und die Männer müssten ins Marketing, weil du dann schöne Redaktionspläne, also so Ratio-Sachen machen kannst. Noch geiler wäre, das ist übrigens ein Tipp für Unternehmen, Marketingabteilung und Vertriebsabteilung abzuschaffen und daraus eine Vermarktungseinheit zu machen. Ja? Also das wirklich zu verbinden. Cool. Dann noch auf eine andere Frage zum Thema Monetarisierung Podcast. Wenn du eine gewisse Größe und Reichweite hast, dann kannst du natürlich sagen, ich mache da einen Werbespot rein und dann kriege ich dafür Geld. Ja? Also das zu monetarisieren, wenn du eine gewisse Reichweite hast und das dauert einige Jahre oder du hast jemanden, der dir ein paar Abkürzungen zeigt, dann geht das auch schneller. Aber dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber das ist nicht die Idee und das ist auch nicht die große Cash-Cow. Sondern der Podcast, mit dem Podcast baust du dir ein belastbares Netzwerk auf. Und auch das vergessen leider viele, dass ich, wenn ich ein Netzwerk habe, was ich mir aufgebaut habe in einer Zeit, wo ich es nicht brauche, hat das einen ganz anderen Wert, als wenn ich jetzt anfange bei LinkedIn, kriegst du vielleicht auch ständig diese Nachrichten, ey, wie sieht's aus? Das sind meine Skills, können wir zusammen was machen? Ja? So, dann weiß ich, derjenige will ein Netzwerk aufbauen und will was von mir. Ja? Aber ein Netzwerkaufbau funktioniert, erstmal biete ich eine Bühne an. Ja, ich sage den Leuten, komm zu mir, ich habe 70.000 Hörer pro Monat, mach ein Interview, ja, und dann biete ich erstmal was an. Also Netzwerken hat für mich was mit Geben zu tun. So wie du das mit mir machst gerade, dass du sagst, hey, ich biete dir mein Format an, komm zu mir, 10 Uhr Sonntag. So, und daraus ergeben sich dann Projekte, daraus ergibt sich dann auch natürlich eine Conversion in Form von, die Leute tragen sich in dein Newsletter ein und so weiter und so fort, also die ganzen Effekte. Und dann kannst du damit auch Projekte entwickeln. Ja? Oder größere, ich habe zum Beispiel jetzt gerade, habe ich dir im Vorgespräch, hat man es mal kurz angeteasert, das Thema VIP-Mentoring für Speaker, Coaches, Experten, Berater, die sagen, ich will mich endlich mal auf das konzentrieren, was ich wirklich kann. Ich will aber damit auch meinen Umsatz steigern. Ich will mir ein Geschäftsmodell bauen, was auch eine gewisse Zuverlässigkeit hat. Ja. Und die holen wir in ein Live-Webinar. Also einmal die Woche gehen wir live auf Sendung mit mir und anderen Mentoren als Experten. Ich kann meine Fragen stellen, also interaktiv das Ganze gestalten. Und wir starten damit im Oktober. Ja. Und das sind jetzt zum Beispiel so Sachen, wo wir dann auch über Podcasting reden und Netzwerkaufbau reden, aber auch Geschäftsmodelle. Wie baue ich die? Welche Varianten gibt es davon? Und das hat mich so, ja, das hat mich eigentlich auch persönlich tief bewegt, dass ich dieses Programm auf die Beine stelle,
weil ich halt immer wieder online lese, wie schnell man zu einem monatlichen Einkommen kommen kann. Ja, weiß nicht, ob du auch so diese Werbespots hast, bevor du bei YouTube irgendein Video startest. Das funktioniert aber nicht. Wir lieben Systeme, ja? Wir lieben Systeme. Wir Menschen lieben Systeme, weil darin liegt die Sicherheit für uns. Aber das, was wir brauchen, ist eine individualisierte, weißt du, also ein individualisiertes Konzept, was mir hilft, meine ganzen Skills, die ich habe, meine ganzen Erfahrungen, all das, was ich einbringen möchte, ist ja ganz individuell, ist ja bei mir ganz anders wie bei dir. Ja? Also brauche ich ein ganz anderes System für mich. Ja? Und dann funktionieren Schubladen einfach nicht. Und deswegen geben viele Geld aus für irgendwelche Online-Coaches und Seminare und stellen dann fest, wow, für andere funktioniert es vielleicht, aber für mich nicht. Und das ist der große Teil. Weil das System nicht zu mir passte, meinst du jetzt in dem Fall? Ja, weil ich mich versuche, so ein Korsett reinzudrücken, was für mich einfach nicht gemacht wurde. Ne? Prima. Das heißt, wenn wir das Thema nochmal Monetarisierung, möchte mal darauf zurückzukommen. Das heißt, im Wesentlichen sind es dann die Projekte, die danach entstehen, was es dazu bringt, dass du über einen Podcast monetarisieren kannst. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also der Podcast sorgt ja erstmal dafür, dass du Vertrauen aufbauen kannst. Ich habe zum Beispiel vor einem halben Jahr gesagt, du brauchst ungefähr 6 bis 7 Berührungspunkte mit dir als Marke, bevor irgendjemand digital kauft. Ja, heute würden wir sagen, es sind 17. Okay, ich kannte 7 bis 12, aber wunderbar, 17 gehe ich mit, ja. Wir können sogar 25 sagen. Es soll einfach nur klar machen, ja, dass jetzt gerade alle einen digitalen Markt wollen. Ja. Es sind auch leider viele unseriöse Angebote dabei. Deswegen haben die Leute noch weniger Vertrauen, als sie es vorher ohnehin schon hatten. Ja. Und du musst heute, nehmen wir mal die 17, du musst heute 17 Berührungspunkte schaffen und die müssen ein erfolgreicher Touchpoint sein. Das heißt, du musst einen Podcast hören vom Markenrebell, der muss mir geholfen haben. Es darf jetzt nicht nur sympathisch sein, sondern muss auch Ja. geholfen haben. Ja. Ich bin vielleicht im E-Mail-Newsletter und muss aus dem E-Mail-Newsletter irgendwelche wertvollen Informationen ziehen können und so weiter und so fort. Und das 17 Mal, das ist eine Challenge. Ja, das ist also richtig Musik, die du da aufbauen musst, also richtig Content produzieren, Interviews führen. Ja. Und wenn du das geschafft hast, dann schaffst du es in diesen Prozess, dass die Leute sagen, ich gehe auf die Website, ich drücke auf den Button und ich kaufe das Ding jetzt. Ja. Und da ist dann auch der Preis nicht entscheidend. Also ich habe ganz viele, die sagen, ich glaube nicht, dass irgendeiner online 5.000, 10.000 Euro oder noch mehr abschließt, ohne dich vorher persönlich gesehen zu haben. Und das ist sowas von ein falscher Glaubenssatz. Ja, also ich habe am Anfang auch daran geglaubt und habe gesagt, das funktioniert nicht. Vielleicht verkaufst du mal so ein 7,90 € E-Book oder sowas, ja. Aber wenn du wirklich daran arbeitest, dass die Leute ein tolles Erlebnis mit dir haben und mit dir in deiner Expertise haben, dann kaufen die Leute das. Ja, unsere Masterclass 10.000 Euro, das kaufen die Leute, ohne dass ich die Leute jemals gesehen habe. Ich habe gestern eine Klientin, hatten wir heute hier, gestern hier, die habe ich vorher noch nie live gesehen. Das war für mich auch so ein krasses Erlebnis, dass wir schon Monate zusammenarbeiten und dann das erste Mal persönlich, ja, Kontakt hatten. Und wir bewegen sehr große Summen. Also das war, kommt noch hinzu. Ja, glaube ich. Jetzt mal eine ganz blöde Frage. Ich meine, wenn du so einen Podcast produziert hast, dann musst du den ja irgendwie auf den Markt schmeißen. Ja. Ich glaube, das wird eine der spannendsten Herausforderungen sein, weil wenn du sagst, irgendwann in 5 Jahren willst du 70.000 Abonnenten haben, dann musst du ja, also entweder bist du schon vorher eine ganz große Nummer gewesen oder aber, so wie diese kleinen KMUs, mit denen ich ja dann zu tun habe, oder auch wie ich jetzt im Endeffekt, ich bin ja auch so ein Mini. Wie schaffst du es, so in 2 oder 3 ganz groben, ohne dass du es jetzt genau, also in der Tiefe benennst, welche 2, 3 Dinge helfen dir dazu, eine große Reichweite aufzubauen innerhalb von, ich sage jetzt mal, 24 Monaten oder von 12 Monaten oder wie auch immer? Ja, also es gibt ja ganz viele Podcaster, die da haben da ihre ganz eigenen Rezepte und Meinungen auch. Ja, meine Erfahrung ist folgende: Ich würde, wenn ich einen Podcast aufbaue, würde ich das Ding vorproduzieren und zwar, dass ich in der Lage bin, mindestens 3 bis 4 Wochen jeden Tag eine Folge zu veröffentlichen. Jeden Tag, Ja, theoretisch. ja.
Weil es gibt ja einen ganz interessanten Effekt und der Effekt ist, bei Apple, Apple Podcast ist das die wesentlichste Plattform. Alle anderen sind nachgeordnet, die ziehen zwar jetzt nach Spotify und Co., aber Apple Podcast ist im Grunde das Flaggschiff. Und die haben eine Kategorie, die heißt neu und beachtenswert. Und in diese Kategorie musst du reinkommen, weil dann pusht dich Apple auf der Plattform. Ja? Ja. Um da reinzukommen, gibt es verschiedene Faktoren. Keiner kennt diese Faktoren wirklich. Das ist wie der Logarithmus bei Facebook. Ja? Aber meine Erfahrung ist, zeige eine gewisse Präsenz über einen langen Zeitraum und in einer gewissen Kontinuität. Das heißt, ich empfehle all meinen Leuten, die ich coache, wenn du einen Podcast startest, dann am Tag des Launches veröffentlichst du 3 Folgen und an allen Tagen danach 3 bis 4 Wochen lang jeden Tag eine Folge. Ja, das entsteht dann so eine richtig schöne Welle. Und dann nach den 3 bis 4 Wochen fährst du den Rhythmus auf das Maß zurück, was du am Ende haben möchtest. Wenn du sagst, du willst 2-mal die Woche auf Sendung gehen, dann fährst du das halt sukzessive zurück von 7 auf 5, von 5 auf 3, auf 2 und dann und so weiter. Ich würde allerdings empfehlen, mindestens, also eine Folge pro Woche braucht man eigentlich gar nicht diskutieren. Das ist eine Pflichtveranstaltung, wenn du podcasten willst. Ich würde aber empfehlen, 3 Folgen die Woche zu machen. Mhm. Das muss jetzt nicht immer eine Stunde Interview sein. Das kann auch mal ein Impuls sein. Einer der erfolgreichsten Podcasts in China ist ein 5-Minuten-Podcast. Okay. Und in China bezahlst du dafür Geld. Es gibt also Leute, die dafür Geld bezahlen, jemandem zuzuhören, der jeden Tag 5 Minuten irgendwas erzählt. Tatsächlich, okay. Ja, und aber das wäre so diese Frequenz ist extrem wichtig. Und ich würde, was Apple auch belohnt, ist die Interaktion. Ja? Ich würde die Leute bitten, Rezensionen zu schreiben, Sterne zu vergeben. Ja? Also alle, die das jetzt hier hören und beim Markenrebell was Gutes da lassen wollen, am besten ein paar Sterne und einen Text da lassen. Aber das hilft uns. Ja? Und dieser Podcast wird dann natürlich auch wieder weitergegeben an andere Leute, der denen dann wieder hilft. Das Schöne ist ja, Podcast ist kostenlos und wird es immer sein. Ja? Also zumindest in unserer Welt, sagen wir mal Deutschland, Amerika ist auch kostenlos. Bei den Asiaten ist das ein bisschen was anders. Aber das ist ja das Geile. Du kannst was teilen und andere können das wieder hören und auch wieder teilen. Super cool. Alle gewinnen. Ja? Und darauf würde ich Wert legen. Und was auch sehr gut kommt, am Anfang startest du, launchst deinen Podcast zum Beispiel mit einem Gewinnspiel. Ja, du sagst zum Beispiel, ich bin Berater für Markenentwicklung und Umsatzsteigerung zum Beispiel, und dann sagst du, ich berate dich, keine Ahnung, 1 Jahr lang, ja, und helfe dir 1 Jahr lang dein Business zu skalieren, wenn du Lust hast, und diese Challenge hier gewinnst, ja. Und was ich dafür brauche, ist deine Bewertung bei iTunes. Ja, schick mir einen Screenshot davon, dass du meinen Podcast in deiner Timeline teilst und bei mir in die Facebook-Gruppe kommst. Diese 3 Sachen müssen erfüllt sein, dann nimmst du am Wettbewerb teil. Ja? Und mit so einem Gewinnspiel, schau mal, du musst jetzt dafür kein iPad kaufen, was du irgendwie verlost. Ja? Das ist deine Leistung und der Effekt ist sensationell. Ja? Okay, verstehe ich. Also das sind jetzt so ein paar Hacks, wie du einen Podcast am Anfang pushen kannst. Das ist wichtig. Jetzt noch so eine Frage für so Leute wie mich in dem Fall, die mal angefangen haben, aber momentan erstmal auf der Stelle treten. Podcast einstampfen, neu gestalten oder auf teilweise mit den alten Inhalten möglicherweise dazu oder aber das alte wiederum hochleben lassen. Wie siehst du es? Das kommt jetzt so ein bisschen, das ist jetzt eine sehr strategische Frage. Also wie lange ist der auf Standby schon, der Podcast? Das mehr als ein Jahr. Oh, okay, dann würde ich neu auflegen. Ja, dann würde ich schauen, ob die Inhalte noch zu deinem Business passen. Dann ist auf jeden Fall eine Menge da. In einem Jahr hat sich eine ganze Menge getan, auch was Podcast-Cover angeht und so weiter. Ja, also wie kann man da eine Aufmerksamkeit erzeugen? Ich bin da übrigens das ganz schlechte Beispiel. Ja, also ich würde immer den Tipp geben zum Thema Podcast-Cover-Gestaltung. Ja. Also bei mir ist es relativ einfach, weil ich alles schwarz haben muss. Weißt du, also alles bei mir ist schwarz. Hier sogar der Stifterhalter ist schwarz. Meine Trinkflasche ist schwarz. Also das ist ein Experiment, was ich mit mir selber schon seit vielen, vielen Jahren mache. Deswegen muss das Podcast-Cover auch schwarz sein. Ein Experiment, ja,
Podcast mit dir machst, auch im Hinblick auf die Klamotten, müssen alle schwarz sein. Alles schwarz, ja, ja. Auto schwarz, alles. Der Hund ist schwarz. Das heißt, vom Grundsatz her gehst du praktisch her und sagst, okay, ich habe es einfach, ich gehe einfach in den Schrank und ziehe das nächste raus, ähnlich wie Steve Jobs das gemacht hat. Ja, die machen das alle aus Effizienzgründen. Ja. Und bei mir kommt noch was dazu, ist auch super praktisch. Du brauchst nie wieder über Klamotten nachdenken. Aber ich mache das deshalb, weil ich ja meinen Klienten sage, wenn du Branding machst und wenn du damit monetär, also finanziellen Erfolg haben möchtest, dann musst du konsequent sein und das durchziehen. Ja? Jemand, der bei den Olympischen Spielen teilnimmt, der ist ja nicht dahin gekommen, weil er irgendwie sagt, ich mache vielleicht nächste Woche mal ein Stündchen Sport, sondern weil der das jeden Tag macht, weil er jeden Tag mehr gibt als alle anderen und sich da durchbeißt. Ja? Und manchmal nervt mich das schon auch mit dem Schwarz. Ja? Aber ich nehme auf der anderen Seite, und das kommt daher, weißt du, wenn wir früher Layouts präsentiert haben, dann hatten wir so schwarze Kartons und haben dann mit Sprühkleber unsere Layouts drauf kaschiert. Mit so Walzen drauf und so weiter. Und dann haben wir das hochgehalten, damit der Kunde sich vorstellen könnte, hey, guck mal, so sieht deine Website aus. Total analog, ja. genau. Und so will ich das auch haben. Weißt du, wenn ich ein Interview mache bei mir im Podcast, dann nehme ich mich bewusst zurück, ich reduziere alles, damit mein Gast strahlen kann. Oder damit die Projekte, die wir machen, strahlen können. Weißt du? Dass die Umsatzkurve, die wir in grün in den Himmel schießen, dass die leuchtet und nicht wir selber. Ja? Und deswegen verzichte ich auf wahrscheinlich Millionen neuer Fans bei meinem Podcast, weil das Cover in schwarz ist. Das ist, also ich glaube, ich hatte vor kurzem mal mit einem Fotografen mich unterhalten und der sagte eben, schwarz-weiß reduziert auf das Wesentliche. Das war alles gut. Ja, nur ist das halt schwierig, wenn du, wenn du eine Marke bekannt machen willst, dann ist gerade die Reduzierung also auf gewisser Weise ein Riesenvorteil, weil du fokussierst auf die Botschaft. Und das ist ein Riesenproblem auch von Leuten, die sagen, ich habe jetzt so einen Weißraum, ja, und dann packe ich da das Logo rein, da mache ich noch mal ein Bild rein. Da unten könnte ich noch so eine kleine Partner-Logo-Banderole machen und auch einen Text. Und du kapierst nicht, was ist deine Botschaft, was machst du eigentlich? Ja? Und diese Konzentration darauf, was macht dich wirklich aus, das ist das Schöne an meinem Beruf, ja. Diese Essenz zu finden. Für mich ist das wie so ein Labor, Laborkittel an, Brille auf und dann destillierst du diese Substanz so lange, bis da so ein Konzentrat rausfällt, was jedem sofort in einem Satz klar macht und sagt, wofür stehst du eigentlich mit deinem Business? Und das ist die Brillanz, die ich suche, ja, bei den Unternehmen. Und das schaffst du dann, um auf das Podcast-Cover zurückzukommen. Schau dir an in deiner Kategorie, wo du unterwegs bist, ja, und wähle eine Farbe, die heraussticht. Okay. Jetzt habe ich ja dir damals gesagt gehabt, und damals, also das ist ja auch lustig, wir haben es gestern ja gerade geschrieben. Ja, lange her in unserer digitalen Welt ist das eine Ewigkeit. Aber ich stelle dir auch noch zwei andere Fragen. Ja. Also, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, weil ich die fast allen Gästen stelle, was war für dich der größte Fehler, also unternehmerisch gesehen, was war für dich der größte Fehler, den du je gemacht hast? Und was hast du daraus gelernt? Wow, das ist eine gute Frage. Ich finde, ein ganz wichtiger, wir hatten es ja in unserem Vorgespräch über so ein bisschen Spiritualität und ich finde es ganz wichtig, auf seine intuitive Kompetenz zu vertrauen. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel Geschäftspartner, wo mir meine intuitive Kompetenz gesagt hat, sei vorsichtig oder mach's nicht, ja, und ich aber nicht drauf gehört habe. Mhm. Und das ist im Grunde, und wir, das Schöne ist, wir sind alle damit ausgestattet. Wir haben, das ist wie so ein Geburtsrecht. Ja? Also in deiner Wiege liegt ja nicht nur dein Bettzeug und deine Triller oder deine Klappe, deine Rassel oder so, sondern da liegt auch deine intuitive Kompetenz. Und das bedeutet, viele nennen es auch Bauchgefühl, ja, zu sagen, wenn ich mich mit einer Sache nicht wohlfühle, dann darf der Kopf das nicht so lange bearbeiten, bis sich das Wohlfühlen argumentiert hat, ja? Sondern du musst es immer so gestalten, dass du so ein Leichtigkeitsgefühl hast. Also wenn du so ein beklemmendes Gefühl hast, mach's nicht. Ja? Wenn du zum Beispiel von einer Website siehst und sagst, da ist ein cooles Angebot, aber mein Gefühl sagt mir, nee, dann mach's nicht.
Ja, das ist ganz einfach. Wenn du ein Business aufbauen möchtest und sagst, die ganze Welt macht jetzt Podcast, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, aber ich will diesen Hidden Champion mitnehmen. Ja, ich will das auch. Ja. Aber dann lass es, mach's nicht. Ja. Und es gibt auch vielen, denen ich sagen muss, du bist leider kein Unternehmer oder keine Unternehmerin. Such dir jemanden, der dein Geschäftsführer werden kann. Ja. Bleib bei deinen Kompetenzen. Wähle ein anderes Modell. Ja. Aber viele wollen dann unbedingt Geschäftsführer ihres Unternehmens sein. Und dann klappt das nicht. Ja. Weil die intuitive Kompetenz sagt, lass es einfach. Und darauf zu hören und diese intuitive Kompetenz auch zu finden, also viele haben da ja so wie so ein Igel, der so viele Korken drauf hat, ja, da fehlt ja dieses Gespür, weil das natürlich auch ein Training ist. Ich muss das immer wieder abfragen bei mir und immer wieder dafür sorgen, dass die auch reden darf, diese innere Stimme, dieses Bauchgefühl, ja. Aber da hätte ich mehr drauf hören sollen in meiner Vergangenheit, wobei jedes Learning natürlich super wichtig war, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Aber wir haben schon einen sehr guten Berater und das ist nicht der, dem ich das Geld am Monatsende gebe für seine Zeit, ja, sondern das ist der, den wir in uns haben, ja. Super Antwort, vielen Dank. Und zweite Frage an dich. Wir wissen ja heutzutage, dass wir ja, bis zu 20.000 Entscheidungen pro Tag treffen und 95% der Entscheidungen kommen gar nicht ins Bewusstsein, wissen wir auch. Das heißt, wir haben so wie so eine Art Gewohnheitsfahrschule mehr oder weniger in uns drin. Und wenn wir so viele Gewohnheiten, Routinen haben, dann heißt es, dass erfolgreiche Menschen, und dazu zähle ich dich auch, natürlich etwas anders machen als viele andere. Deswegen die Frage ganz konkret, was sind deine Erfolgsgewohnheiten? Also eine Erfolgsgewohnheit ist zu sagen, wenn du was wirklich haben willst, die Extrameile zu gehen. Weil ich auch immer wieder sehe, dass viele in so einem Energiesparmodus unterwegs sind. Ja. Aber wenn dich die Leidenschaft packt, dann ist das eigentlich, dann bist du bereit, da wirklich all in zu gehen und das wirklich auch zu machen. Eine Erfolgsgewohnheit ist auch, dir bewusst Zeit zu nehmen und zu sagen, ich schreibe mir in dieser Zeit, in dieser halben Stunde oder was, an einem schönen Ort, wo ich auch meine Ruhe habe, einfach mal so meine Gedanken, Ideen, Learnings und auch Dankbarkeiten auf, die ich habe. Ja. Weil ich mir dann einmal am Tag am besten das immer wieder ins Bewusstsein hole und das auch immer wieder nachlesen kann, auch der eigene Weg nachvollziehbar ist. Ja. Ich kann ein halbes Jahr zurückblättern und sagen, wow, was hat mich damals eigentlich so beschäftigt? Hilft mir vielleicht auch wieder zurück zu meinen Wurzeln zu kommen, ja, wenn ich mich irgendwie verfahren habe, wieder zurückzufinden und dann brauche ich halt nur in mein Buch schauen und kann das nachlesen. Das ist auch, finde ich, eine sehr wichtige, also die Reflexion, ja, eine sehr wichtige Erfolgsformel. Dieser Fokus darauf zu sagen, also ich sag mal anders, was für mich extrem wertvoll war in meinem persönlichen Leben, war der Wechsel von dem jungen Norman Müller damals, der gesagt hat, hey, ich will mir irgendwann mal so eine Villa am Starnberger See auswählen können. Ja? Hin zu dem, der gesagt hat, ich will eine Familie haben, ich will mit dieser Familie in der größtmöglichen Freiheit leben, die ich mir selber erschaffen kann. Ja? Also ich will, dass meine Kinder auf die Schule gehen können, die sie wollen. Ja? Und ich lebe ja hier mit Katharina, mit 5 Kindern unter einem Dach. Also ich will nicht, dass die in eine staatliche Schule gehen müssen. Nur das, also es gibt tolle staatliche Schulen, aber ich kritisiere auch Alles viele. gut, wir sind d'accord. Ja, aber ich will einfach, weißt du, dass du nicht sagst, oh, jetzt sind wir eine Großfamilie, jetzt können die Kinder leider nicht dort in die Schule gehen, wo wir das für richtig toll halten, ja, so eine International School oder sowas. Oder Urlaub, ja, wir können leider nur hier im Vorgarten Urlaub machen, weil das irgendwie nicht geht. Und deswegen auch meine Lust, wirklich Leuten zu helfen, die sagen, hey, ich will das auch. Ich möchte diese Möglichkeiten, die mir die Digitalisierung bieten, möchte ich einfach nutzen. Ja. Großkonzerne nutzen das, ich habe das für die gemacht. Ja. Warum darf ich das als One-Man, One-Woman-Show nicht auch haben mit meiner Familie? Ja. Und das treibt mich an. Das finde ich einfach cool. Also dieser Fokus zu sagen, ich mache das für meine Familie, ich mache das, um was dazulassen, weißt du, und auch ein Erbe zu hinterlassen. Wir haben ja diesen Claim,
Grow by lifting others. Ja? Also wachse, indem du anderen hilfst zu wachsen. Oder genau, also das ist das, was mich antreibt, dieser mentale Fokus auf das zu richten, was dir wirklich wichtig ist. Und da wird bei vielen so die eigene Familie stehen. Okay, cool. Sehr cool. Wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde gequatscht. Und ich bin von meiner Seite für heute mal durch. Ich habe noch so viele andere Fragen, aber das würde jetzt zu weit führen alles. Gibt es etwas, was du den Zuhörern, Zuschauern jetzt noch zum Abschluss von deiner Seite aus mitgeben möchtest? Ja, unbedingt, weil am 31.08., also wir noch wenige Tage, läuft eine Aktion bei uns aus. Ich muss das kurz erklären. Wir haben ein Live-Mentoring, also ein VIP-Mentoring, so nennen wir das. Das ist ein Live-Webinar, jede Woche ein Training, wenn man so will. Das ist eine Stunde, ein Live-Webinar mit mir oder einem anderen Mentor zum Thema, wie baue ich mein Business auf, Thema Personal Branding, also alle Themen, die wir heute besprochen haben eigentlich. Und wer da mitmachen möchte, das startet im Oktober und man kann sich ein Ticket dafür kaufen, das bezahlt man quasi monatlich. Man kann jederzeit aussteigen, ist kein Abo. Ja? Uns geht es wirklich darum, dass du das so lange machst, wie es dir auch gut tut. Ja? Und dieses Ticket kostet, glaube ich, 247 Euro bis zum 31.08. Danach wird es auf jeden Fall teurer werden. Und das Schöne ist... Ich werde den Link unten drunter packen dann. Das heißt, die Leute sehen es dann, wenn sie es gleich sehen oder später sehen. Super. Und das Coole ist, dass dieses Ticket ist zu diesem Preis immer gültig. Das heißt, egal ob du da ein Jahr dabei bleiben möchtest oder einen Monat oder so, wenn du keine Lust mehr drauf hast oder sagst, hey, das will ich mir jetzt auch finanziell nicht leiden, kannst du dieses Ticket weitergeben. Also du kannst dann jemanden geben, der eben diese 247 Euro dann zahlt für dich, ja, und das nutzen kann, an diesen Live-Webinaren teilnehmen kann. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, die Leute zu belohnen oder auch wertzuschätzen, die eine Entscheidung treffen können, nämlich jetzt, heute, nach unserem Gespräch, in diesem Link. Alle anderen wird es ab dem 1.9. dann einen anderen Preis geben. Genau. Ganz lieben Dank. Danke für die Einladung, Steffen. Für das Gespräch, als auch für das sehr coole. Ich habe gestern noch zu einer ganz, ganz lieben Freundin gesagt, ich freue mich extrem drauf auf heute. Ich weiß noch nicht wirklich, warum, aber ich habe es gut und es war so. Hat sich nicht getäuscht in dem Fall. Freut mich sehr. Also ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut. Danke. Ja, und dann sagen wir mal für heute an euch da draußen einen wunderschönen Sonntag noch. Lasst es euch gut gehen und bis irgendwann demnächst wieder. Und am nächsten Sonntag haben wir wieder einen Sonntag und da gibt es auch eine sehr, 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 sehr spannende, interessante Persönlichkeit vor der Frau.